Folge Nummer 12 von Avorion. Wir sind hier wieder in der Galaxie. Es gab übrigens ein Update von dem Spiel. Wir haben ein besseres Tutorial, wir haben eine Story überarbeitet und es soll die Karte auch überarbeitet sein. Ah, hier oben sieht man rechts schon, da sind jetzt die Schiffe. Okay, wenn ich da jetzt drauf gehe, wenn ich hoch rausscrolle. Warte, okay, ja, jetzt haben wir hier auch das hier alles. Okay, dann kann ich hier das auswählen. Sehr cool, sehr cool. Ach, hier sehen wir sogar die Route links. Ach nee, das war schon immer so, glaub. Aber die soll jetzt auch so sein, dass man nicht nur die Route sieht, sondern dass die auch farblich etwas unterschiedlich ist. Ja, ich sehe jetzt zwar die Route, aber sie wird mir jetzt nicht unbedingt angezeigt, oder? Shift-Befehle verketten, ist klar. Ich hätte jetzt gern noch gesehen, wo der lang springt. Aber naja, dann... Sag jetzt nicht, jetzt habe ich das abgebrochen. Wahrscheinlich, ne? Ich hält. Das ist er jetzt hier, Reiter. Discover hat jetzt nur noch einen Sprung und den habe ich gerade eben irgendwie verbaselt, wahrscheinlich. 454, 154. Ne, 464, 100. Ach so, da ist er. Okay, das war der letzte Sprung oder was? Egal, der kann ja jetzt weiter springen. Macht er auch. Und wir hatten... Nee, haben wir nicht, oder? Wir müssen jetzt da rein gehen. Können wir das hier auch jetzt machen? Stopp. Güter verkaufen, Güter kaufen. Raffinerie abwracken. Abbauen. Eskortieren. Frontalangriff. Nee, das geht hier nicht. Sektor und Schiff in Sektor wechseln. Ja. Und dann sehen wir wieder die grünen Blips. Da kommt irgendeine Meldung rein. Der Abenteurer ruft uns. Enter, antworten. Hallo. Ich sehe, du fängst an durchzustarten. Dafür ein weiteres Schiff sehr praktisch. Um deine Flotte zu kommandieren, brauchst du auf jedem Schiff, das du nicht selbst kontrollierst, einen Kapitän. Zum Üben leihe ich dir einen von meinen Schiffen, das bereits einen Kapitän hat. Bitte pass gut darauf auf. Gut, jetzt könnte der Strategiemodus mit F9 und wieder der Lady Aventurios näher zu dir fliegen. Okay, ich soll jetzt F9 drücken. Machen wir. Und wo ist jetzt das Schiff da? Ach so, hier geht das dann auch, oder was? Wusste ich noch gar nicht. Ach doch, wusste ich doch. Ja, jetzt wo ich das sehe, wusste ich das, genau. Okay, jetzt kommt die dahin. Das ist hoffentlich das Schiff. Lady Aventurius, da ist sie. Gut, haben wir hingekriegt gleich. Da kommt sie. Aha. Wo du jetzt, wo du weißt, wie man Schiffe im selben Sektor befiehlt, versuch Schiffe in anderen Sektoren Anweisungen zu geben. Gibt so viele Möglichkeiten, dass Lady Edward zunächst in den markierten Sektor und gleich wieder zurückspringen. Wenn du die Umschalttaste gedrückt hältst, kannst du Befehle miteinander verketten. Ja, okay. Dank daran, dass andere Schiffe und Stationen die Aufladungsüberraumantriebs verzögern können. Okay, das ist auch klar. Wenn sie feindlich gesinnt sind, können sie den Aufladen sogar stören, sodass es länger dauern kann, bis der Überraumantrieb wieder einsatzbereit ist. Okay. So, jetzt muss ich auf die Karte. Und die Lady ist hier. Und die soll ich jetzt in den markierten Sektor springen lassen. Die ist dahin gesprungen und jetzt soll die wieder zurückspringen. Jetzt muss die gleich hier irgendwo erscheinen. Da ist er.
Ah, hier ist unsere Lady ja wieder. Jetzt weißt du, wie du deine Flotte befehligen kannst. Du kannst Lady Adventurous und ihre Crew behalten. Oh, das ist aber nett. Ich hoffe, sie kann dir jetzt zeigen, wie hilfreich eine Flotte in dieser riesigen Galaxie sein kann. Ich versuche jetzt einen Weg zu finden, die Barriere zu überqueren. Bis bald. Danke, sehr viel Glück. Mission erfolgreich, Flottenkommando. Ja, guck, das ist doch geil, oder? Das mal ein bisschen tiefer. So, jetzt haben wir dann noch ein Schiff mehr bekommen. Dann lass die mal auch wieder hierher kommen. Und dann müssen wir mal schauen. Aber wir können ja jetzt in die Lady umsteigen, oder? Achso, ja. Nein, nein. Ich will das jetzt gar nicht machen. Ich möchte jetzt einfach hier nur einen Rechtsklick machen und das Schiff wechseln. Aber das geht dann nicht, okay? Weil ich schon im Sektor bin, oder wie? Kann ich so wechseln? Tatsächlich. Ach, das ist die Lady jetzt hier. Okay. Oh, die ist aber gut unterwegs mit hier. Sehr beweglich, muss ich sagen. Sieht auch ganz cool aus. Da unten ist nochmal extra Dingens, sag schon. Was haben wir denn hier bei ihr? Keine Rekonstruktion sind wir für dieses Schiff gesetzt und das Schiff ist sehr schwach. Okay, das heißt, nee, B war es, ne? Eisenbergbau-Geschützturm. Okay, das heißt, die ist auch nur zum Abbauen geeignet dann, ne? Wo ist das Ding hingebaut worden? Ist das da? Aha. Okay. Ja, jetzt haben wir den Eisenbergbau-Geschützturm da drauf, ne? Was haben wir hier noch? Verbessertes Handelssystem. Okay, das bringt uns bei dem Schiff aber nichts. Das heißt, die können wir hier einfach abbauen lassen, oder? Da hinten ist unser anderes Schiff. Machen wir mal einen Tee raus. Gehen auf die Karte. Und sagen der Lady, die soll hier einfach erstmal meinen. So, und jetzt haben wir hier die Blips alle. Und wollen mal gucken, dass wir die okay, da geht ein Tor hin, das ist jetzt andersfarbig, wie ihr seht. So, warte mal, das war so. Umschalttaste war da, dann dahin. Nee, dann mach das mal weg. Das geht nicht. Das geht nicht. Da gibt ein Tor. Das heißt, nach da geht's. Die Strecke ist jetzt nicht bekannt dann, ne? Doof. Okay. Die Reise geht nicht dahin. Geht auch nicht dahin. Ja, das ist schade. Das heißt, ich kann die Route jetzt nicht weiter stecken, weil ich hier das Tor nicht weiß, wo es weitergeht, ne? Naja, ist ja jetzt aber nicht so schlimm. Jetzt habe ich die Lady natürlich dahin geschickt, oder wie sehe ich das? Das wollte ich ja natürlich gar nicht, die Lady dahin schicken, ne? Die Lady sollte hier abbauen. Das war das Ziel. Und Discover sollte hier hinfliegen. Ach so, wird vom Spieler gesteuert. Ah, wäre gut geklappt, ne? Gut, das bedeutet, wir wollen hier Schiff in Sektor wechseln. Wechseln wir dahin. So, dann passiert das, was wir vorhatten.
So, und dann. So, wenn man dieses Schiff ist jetzt der Discover, ne? Ja. Das soll da einfliegen und danach da einfliegen. Achso, geht doch. Aber wir wollten eben die Blipse noch alle gemacht haben und das haben wir nicht gemacht. Das war ja wieder ganz toll von uns, ne? So. Das geht nicht, weil es von uns unbefehligt wird. Okay. Gut, dann lassen wir das. Ach so, da Oshu war das, der gefragt hatte. Der fand's cool, dass ich hier seine Dingens alle gemacht habe. Sag schon, meine Erklärung, was ich als nächstes machen wollte und so weiter. Das fand er super. Und er hat dann aber noch gesagt, warum ich mich am Galaxierand aufhalte. Ja, ich halte mich am Galaxierand auf, weil ich der Meinung bin, dass wir erstmal ein bisschen was suchen sollten, ob wir irgendwo Airlaser und bessere Waffen kriegen, um dann auch bestehen zu können. Weil ich sehe uns momentan jetzt nicht wirklich irgendwo da, dass es uns gut geht, dass wir das machen, ne? Aber, oh, guck mal, war das da schon immer, dass das da lang geht? Weiß ich nicht. Aber wir wollten jetzt hier mal gerade das Wurmloch benutzen. Da fliegen wir doch jetzt erstmal hin, oder? Und gucken, was hinterm Wurmloch ist. Warte, da oben ist eine Nachricht, die wollen wir auch noch lesen. Rekursionsservice aus. Ah, jetzt sind wir in das Wurmloch geflogen. Na, ist auch egal. Jetzt gucken wir schnell erst, wo wir hier gelandet sind. Okay, das ist ein ganzes Stück vorangegangen. Und da ist das Wurmloch, aber sonst ist hier nichts, ne? Oder wie sehe ich das? Einmal F9, Schiffreiter und das Wurmloch. Mehr ist hier nicht. Gut, das bedeutet, wir gucken mal hier. Können nirgends woanders hin. Also können schon, aber springen wir mal dahin. Das ist dann da lang. Und dann können wir da jumpen. Und dann kommt die Karte wieder ins Spiel. Und wir jumpen noch einen weiter, ne? Dahin. Das ist da lang. Und hier ist, glaube ich, nichts Besonderes. Oder haben wir ja einen CC, so einen Detektor gar nicht drin? Doch, haben wir doch, oder? Ja, da ist er. So, wir haben Standardhandelssystem hier drin. Preisabweichung sehen wir nur damit. Keine Station mit dem zu verkaufen. Okay, hier ist ja auch nichts los. Springen wir erstmal. So, jetzt sind wir hier in einem Sektor, wo wir wieder was sehen. Immer Angebote für fähige Leute. F9 wollte ich nicht. Zwei Frachter und die Militärstation. Mehr ist hier nicht, okay. Die Militärstation ist ja schon wieder mit einer Aufgabestück gewesen, ne? Und wir haben ja das Tor nach da unten. Ost, Nordost? Nee, das war das nicht. West, Süd, West. Nee. Süd, Südost oder sowas. Was ist das? Süd, Südost. Dann fliegen wir mal nach Süd, Südost, oder? Einmal kurz gucken. Nur ein bisschen, nicht viel. Weil hier ist nur eine Militärstation. Gucken, was da in dem Sektor vielleicht neu ist. Einmal reingeschaut. Antigravfabriken, Waffenfabrik und Fregatten. Und hier haben wir das Tor nach Pillars of No Need Better. Was war denn jetzt hier? Da hatten wir eben reingeguckt, ne? Konstruktionsservice.
Aha. Okay. Haben wir das. Waffenfabrik, aber da können wir nichts machen oder können wir da auch Waffen bauen? Ach doch, Geschütztürme können wir ja auch bauen. Ach so, wir sind in einem Bereich, wo wir da nichts dürfen. Da müssen wir erst die Beziehung mit dieser Fraktion verbessern. Das bedeutet, dass das hier keinen Sinn macht zu bleiben. Wir springen also auch gleich wieder durch das Tor zurück und sehen zu, dass wir dahin kommen, wo wir hergekommen sind. Erstmal. So. Da sind fremdartige Schiffe, aber ich glaube, die tun uns sowieso nicht unbedingt was. Dann geben wir die Koordinaten da gerade ein und springen gleich dahin. Und schon sind wir weg. Hier ist nichts, deswegen geht es auch schneller weiter. Zack, zum Wurmloch. Hier geht die Zeit schneller rum und weg sind wir auch hier. So, jetzt müssen wir das Wurmloch finden. Wird hier aber nicht angezeigt. Doch, da ist es. Also angezeigt wird es nicht außen, als Rand oder sowas. Dann fliegen wir erstmal wieder zurück, weil das bringt uns jetzt hier nicht wirklich weiter, oder? Ich weiß gar nicht, da brauchen wir keine Gebühr für zahlen, Wurmloch, oder? Schauen wir mal. So, jetzt müssen wir mal schauen. Ich würde jetzt mal einfach hier nach Nordosten erst einmal fliegen wollen. Das ist allerdings das Südtor. Nordosttor. War Nordosttor, genau, dann fliegen wir da rein. Gucken wir da gerade rein, was da so noch Sache ist. Aber hier haben wir schon geguckt, was hier alles gibt, ne? Nichts Besonderes also. Fliegen wir da gerade rein. Wunderbar. Auf in den nächsten Bereich. Güter-Shuttles, das ist auch noch was, ne? So. Da ist eine Mine. Also, F9. Mine, 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 Erzmine, Erzmine, Kupfermine, Ressource. Also nichts Besonderes. Karte. Gibt hier nur einen Sprungturm, das geht nach da. Und das ist da. Naja, fliegen wir da erstmal hin. Machen wir gerade noch den Weg. Dann sind wir irgendwelche Asteroiden mitten im Weg. So, und dann da rein. Das hat ja mal gerade noch so geklappt, wa? Und hier haben wir Handelsposten, das Schiff wäre ein Ausrüstungsdock. Das ist schon mal cool. Ressourcen-Büro-Betur-Dock, Militärstation, Erfassungskartenfabrik. Okay, Mikrochipfabrik. Okay, hier sieht es doch ganz cool aus, oder? Jetzt müssen wir nur gucken, wo das Ausrüstungsdock ist. Da. Ausrüstung handeln. C43-Detektor, so einen haben wir schon. Geschützkontrollsystem, Scanner-Upgrade, verbessertes Handelssystem, Quanten, verbessertes Handelssystem, nee. Upgrade, das ist Zweisprungreichweite. Sollten wir drüber nachdenken, bei dem Preis, brauchen wir nicht drüber nachdenken, sollten das kaufen. Scanner, Generator, Generator, Geschützkontrollschirm, Schildionisierer. Okay, das ist schon mal gut. Dann sollten wir den Hyperraum holen.
Dreifach Maschinen, Doppel-Eisenbergbau, Doppel-Eisenbergbau, Doppel-Dreifach Point Defense, Doppelmaschinen, Doppelmaschinen. Okay, das, was wir wollten, gibt es hier leider noch nicht. Diese drei Geschütztürme. Tonnen lang, kann Schaden und Schimpfwerder Steinwärme braucht zu Ressourcen, okay. 2 Generator-Upgrade, nee. Bergbau haben wir nicht, alles klar. Trotzdem dahin, weil wir den Dingens haben wollen. Den Hyperraumsprung, der bringt uns ja doch eine Ecke weiter. Gut. Ausrüstung handeln, Hyperraumantrieb hier. Den gibt es gleich schon zweimal. Wieso steht da unten 6424 Credits? Also ich kaufe sie beide, weil ich baue das dann woanders rein, damit das Schiff auch weiter springen kann, weil ich habe ja noch Schiffe, die auch dann was entdecken sollen. Macht nur Sinn, die gerade beide zu kaufen. Waffengeschütz plus 3. Für unbewaffnete Geschütze und für bewaffnete Geschütze. Das verstehe ich sowieso noch nicht so ganz, wofür was gut ist. Ich glaube, das ist hier das. Naja, okay. Schauen wir mal. Der wird da gerade rangezogen, damit er entladen kann. Und wir haben hier jetzt gerade nichts mehr zu tun, glaube. Fliegen wir erstmal weg. Und dann können wir gerade die Dingens noch einbauen hier. Achso, ja, wenn wir das einbauen, dann müssen wir natürlich auch den Platz dafür haben, ne? Dann sollten wir unser Schiff vielleicht auch noch vergrößern. Aber das Ganze machen wir dann, warte mal, können wir gerade noch mal gucken, wie viel haben wir? Ja, wir haben Titan noch gekriegt, dann können wir das Titan auch mal ein bisschen nutzen wieder. Wir bauen unser Schiff in der nächsten Folge dann aus. Ich würde sagen, erstmal recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wenn ich das nächste Video hochlade. Kommentare herzlich willkommen und teilt auch das Video auf anderen Kanälen. Alles klar, wir sehen uns. Bis dann. Ciao.